Okay. Nein, nicht das da oben. Das da oben. Das da unten. Das da unten will ich. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Kingdom Hearts 493 Trophy. Und ja, wie Sie sehen, ich bin jetzt schon an den Pforten der neuen Welt, weil so wie ich gesehen habe, ich konnte eine der beiden Welten auswählen, nur für mich. Ich habe das anscheinend optisch nicht irgendwie gesehen können, dass der Hinreise-Button war, hat er aufgeleuchtet. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, den Teil mit dem Gummi-Chat, also dem Gummi-Schiff dahin fliegen. Für mich persönlich ist der nicht sehr aufregend. Eher ein bisschen öde. Und da haben andere auch schon geschrieben, den Teil finden sie nicht so spannend. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich zukünftig so machen, dass wenn dieser Teil kommt, wird ein Schnitt kommen. Das wird dann nämlich auch wieder ein paar Minuten einsparen, damit wir dann schneller bei einer Welt sind. Und wir sind bei der Arena des Olymp. Das heißt also, es wird die Herkules-Welt werden. Und das ist, ach, ich erinnere mich, da kommt gleich Kindheitserinnerungen hoch. Herkules, was für ein toller Film. Die Charaktere, die Geschichte. Und ja, dann landen wir mal. Bitte, Dankeschön. Ob sich diesmal wohl unser Aussehen ändert? Damit wir nicht auffallen? Hörtchen. Die Arena des Olymps. Olympus Colosseum. Moment, hieß es nicht, nur Götter können den Olymp betreten? Das war's doch, oder? Und wir sehen auch wieder unverändert aus. Ja, Herr Hund, Herr Ente, wieso schauen Sie mich jetzt so an, hä? Habe ich was im Gesicht? Oder wartet ihr wieder, dass ich wieder die ganze Action, die ganze Reihe mache? Was haben wir denn da liegen? Ist das ein Brief? Nein, das ist so ein weißes Teil, was ich aber nicht nutzen kann. Wie erlerne ich denn die neuen Sachen zu nutzen, hä? Oh, da sehe ich eine Truhe. Truhen, lass ich nicht ruhen. Nein, ich will die Truhe haben. Oh, da haben wir Phil. Heronplatz. Wie war nochmal sein voller Name? Der wurde genannt. Philadelphius, noch irgendwas, aber keine Ahnung. Aber nenn ihn einfach Fell. Wir nennen ihn einfach Fell. Komm schon. Öffnen. Klopf, klopf. Hallo! Mega Potion erhalten. Oh, nice Sache. Und da können wir was einsetzen. And the one, and the two, and the one, two, three. Wow! Eine Truhe. Klopf, klopf. Und doch! Mithrilerz erhalten, wie gesagt. Wofür können wir diese ganzen Mithril-Sachen einsetzen? Kann ich hier durchgehen? Durchs Fenster? Nein? Okay. Gut, der Phil ist da drin, macht wahrscheinlich... Das ist eine gute Frage, zu welchem... Das bei der Alice hat man ja gesehen, das war zu dem Zeitpunkt gewesen, wo sie ja dann bei der Gerichtsverhandlung ist. Bei welchem Zeitpunkt von der Geschichte von Herkules werden wir hier jetzt ankommen? Wird es sein, während der Herkules jetzt trainiert wird? Ist es jetzt, wo er schon berühmt ist, wo der Hades versuchen wird, den Olymp an sich zu reißen? Was wird es sein? Vielleicht kann uns der Phil da ein bisschen weiterhelfen. Hoffentlich hat er die Originalstimme, ich hoffe es. Kommst gerade recht. Kannst du mir mal helfen? Schaff mir mal den Sockel darüber. Ich muss den Laden hier für die Spiele herausputzen. Nein, ich glaube, das ist eine andere Stimme. Aber gut, wäre, glaube ich, auch wirklich was gewesen, wenn sie von jedem Charakter den Originalsprecher gehabt hätte. Ich glaube, bei im Original im Englischen wurde Phil von Danny DeVito gesprochen. Ich glaube, im Deutschen, weil es ist ja manchmal so, dass manche Schauspieler oder Stimmen haben dann eine feste deutsche Stimme. Das heißt also, wenn der Charakter im Englischen von dem Schauspieler gesprochen wird, wird er im Deutschen ebenfalls von diesem Schauspieler gesprochen. Und ich glaube, im Deutschen war das auch seine Stimme gewesen. Okay, den soll ich nehmen? Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht, dass ich ihn packe. Moment. Okay. Bewegt sich kein Stück. Wie wär's mit ziehen? Rollen? Ich bin leider nicht... Oh, da können wir speichern. Ich bin ja leider nicht Herkules. Ich bin nicht so stark wie dieser Halbgott. Nee. Ist eigentlich wirklich ein Halbgott? Ich meine... Es war ja so gewesen. Ihm wurde ja durch einen magischen Drang die ganze göttliche Kraft entzogen. Außer halt auf einem
außer seine übermenschliche Kraft, also ist er im Grunde zu 1% Gott, oder? Weil er ja diese unübermenschliche Stärke hat. Oder wie ist es wieder mathematisch zu sehen? Ja, geht leider nicht. Ich bin Spargel-Tarzan. Der ist doch viel zu schwer. Was? Zu schwer? Seit wann bist du denn so kleiner? Hier unten. Oh, war eine Verwechslung. Was machst du denn hier? Das hier ist die weltberühmte Arena. Zutritt nur für Helden. Und ich bin mit den Vorbereitungen für die Spiele beschäftigt. Also zieht Leine, ihr Pimpfe. Also, die Sache ist die. Die größten Helden aus der ganzen Welt kommen hier in die Arena, um mit wilden Bestien zu kämpfen. Seid ihr still, abnormale Helden? Ja, er wurde sogar vom Schlüsselschwert auserwählt. Wir sind ebenfalls Helden. Ein Held? Dieser Wicht? Was ist so lustig? Ich habe schon einige Bestien besiegt. Also, wenn du noch nicht mal damit klarkommst. Bist du alles andere als ein Held? Wie war das? Muskeln allein reichen wirklich nicht. Tja, wollen mal sehen, was du drauf hast. Wollte ich auch gerade sagen, es gehört ja nicht nur zum Heldsein dazu, hier schwere Lasten zu tragen. Beziehungsweise, wenn es die schweren Lasten der Gefühle von anderen sind. Oh, das war schon wieder tiefsinnig gewesen. Der hat mich also für Herkules gehalten und deshalb hat er gedacht, ich kann den Stein heben, okay. Und wie war das? Die haben doch eigentlich gesagt, die sollen nichts davon erzählen, dass sie aus einer anderen Welt sind. Und jetzt erzählen die hier was vom, oh ja, er wurde vom Schlüsselschwert ausgewählt. Goofy, ich glaube nicht, dass die in dieser Welt sowas wie ein Schlüsselschwert haben. Ja, spitzt mal die Lauscher, hört mir gut zu. Ja, haltet die Klappe und gebt mal Ruhe. Was ich euch zu erzählen mag, daran erinnere ich noch am letzten Tag. Wir sollten nicht erzählen, wer oder was wir wollen wählen. Ich glaube, die hören mir nicht mal zu. Und der Goofy schaut mir in die Augen und der Donut weiß ich auch nicht, wohin der mir schaut. Ist mein Hosenstall offen oder was? Hab ich überhaupt einen Hosenstall? Naja, gut. Wie sieht's jetzt aus, Phil? Was soll jetzt geschehen? Ich soll beweisen, dass ich ein Held bin. Wie soll ich das bitte machen? Diese Probe wird hart. Mach dich auf was gefasst. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin voll ausgeruht, alles klar. Ich habe auch Sachen jetzt auf Tipp von einem Zuschauer, habe ich jetzt auch jedem von ihnen gewisse Gegenstände gegeben und auch so eingestellt, dass sie sie halt selbstständig einsetzen. Ja, ich bin bereit. Okay, Kleiner, mal sehen, was du drauf hast. Gegen wen soll ich kämpfen? Wahrscheinlich nicht gegen Herzlose, weil das sind ja die Bösewichte, oder? Die Regeln sind einfach. Zerschlage alle Fesseln innerhalb des Zeitlimits. Fertig, los! Okay. Yep. 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 Da ist der eine Combo-Hieb, den ich jetzt habe, wirklich praktisch. Na, treffen sollte man schon. Sehr gut. Yep. 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 Anvisieren. Yep. Yep. Das war's, die Zeit ist leider um. Gib lieber auf. Echt? Jetzt schon? Das muss ich schaffen, oder? Ich gebe nicht auf. Das nenne ich Sportsgeist. In Ordnung, es geht los. Wie viel Zeit habe ich? Gibt es da irgendwie eine richtige Technik? Wo kann ich vielleicht Magie einsetzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Achtung, los! Ja, bringt wohl nicht wirklich was. Es muss wahrscheinlich so klappen, dass ich mehr auf ein, dass ich mehrere Fässer auf einmal treffe, oder? Ja, und hep. 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 Hep.
Hep, hep, hep. Hep. Das war's, die Zeit ist leider um. Gib lieber auf. Gibt's eine richtige Technik? Wenn ja, dann habe ich sie nämlich noch nicht gefunden. Ich versuche schon mein Bestes, aber... Okay. Hep. 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 Ah, das sieht gut aus. Ach komm! Ein Fass hat gefehlt. Okay, man muss also wirklich einfach nur schnell sein und wirklich so viele Fässer wie möglich auf einmal treffen. Hep, hep. Okay. Was war das denn jetzt gewesen? Hep. Hep. Was sollte. Wie sollte das eigentlich beweisen, dass ich ein Held bin? Wenn ich Fässer zerschlagen kann. Genau wie beim Krater, was das bringt, hier Ziegelsteine zu zersprechen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wette mit euch, das muss ich schaffen, damit es weitergeht, weil ich ansonsten nicht in die Halle oder in die Arena kann. Hep. Okay. Oh, ich glaube, da habe ich mehr erwischt, hä? Ah, sehr gut. Yep. Yep. Ich verstehe, ich muss wahrscheinlich die Fässer nutzen, um sie auch noch in andere reinzuschmeißen. Komm schon. Ach, wieder nur ein Fass. Meine Fresse, ich werde schon ein bisschen besser. Das ist, glaube ich, eine gute Übung für mich, auch meine Kombo-Schläger hier richtig einzusetzen. Kombo schon. Ein wahrer Held, was ist es denn? Yep, yep, yep. Jawohl. Yep. Oh, da habe ich sogar das erwischt. Yep. Komm schon. Und noch eins. Komm schon. Jawohligen. Nicht schlecht. Für einen Anfänger jedenfalls. Huh. Wie viele Versuche waren es jetzt? 5? 6? Ach nee, oder? Die Regeln sind einfach, zerschlage alle Fässer innerhalb des Zeitlimits. Ich habe eine Minute Zeit. Fertig? Los! Ah, super. Okay, ui, ui, ui. Yep. Ich weiß ja nicht, wo alle Fässer sind. Es wird ja immer das nächstbeste angezeigt. Yep. Eieieiei. Yep. Okay, das war gut. Yep. Komm, erwisch alle auf einmal. Hab ich gerade das da oben erwischt? Da unten sind ja auch noch welche. Lass dich fallen, lass dich fallen. Okay, wo sind die fünf anderen? Ach, da am Anfang. Was zur Hölle? Eins fehlt noch. Wo ist das eine? Wo ist das eine Fass? Bitte was? Ich sehe es nicht. Die Zeit ist leider um. Gib lieber auf. Wo war das eine Fass gewesen? Ich habe es nicht gesehen. Wo war's? Das ist aber auch hier fies, dass die hier die vier links stehen. Okay. Hab sie erwischt. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Bitte. Nein, nicht das da oben. Hep. 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 Jawohl. Hep. Hep. Babuschke. Hep, hep, hep. Zack. Wie komme ich da drüben hin?
Einmal habe ich es nur erwischt. Ah, super, er hat sich festgehalten. Aber dennoch, dann fiel mir doch auf wieder. Ach, da unten sind nochmal welche. Oder war das eins von denen, was da runtergefallen war? Ach, die stehen hier außen rum. Das ist sneaky. Ja, genau. Da sind jetzt alle. Okay, ich hab's gesehen. Ich hab jetzt hier aktualisiert, wo sie sich befinden. Gut. Dann wäre es eigentlich besser, wenn ich hier außen rum gehe, oder? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich wird es hier drei Stufen geben, oder? Ja, ja. Okay, okay. Ja. So. Ja, 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 ja. Das ist nächste. Und dann muss ich nochmal da hoch. Alter, wofür das Ganze? Eieiei. Das krieg ich doch niemand nimmer hin, oder? Yep. Oder doch? Werde ich das Gegenteil beweisen? Nein, nicht fallen! Hoch mit dir! Greifen! Nein! Ach komm! Es ist machbar. Es ist machbar. Man muss einfach nur schnell sein und wirklich wissen, wo lang man muss. Ach du Schande. Es ist wirklich besser, erstmal unten anzufangen, hä? Fertig, los. So, okay. Ich wette mit euch, da braucht ihr einfach nur jemanden, der das Holz für den Winter hier klein macht. So. Hep, hep, hep. Yep. So, okay, und weiter geht's. Hep. Hep, hep, hep. Yep. Yep. Okay, okay. Nein, nicht das da oben. Das da unten will ich. Das hat jetzt auch schon wieder Sekunden gekostet. Oh, schon mal was zerstört. Danke. Oh Mann, lass die doch nicht runterfallen. Okay, wenn ich das erwische, das wäre wunderbar. Ach, Zeit ist um, aber ich kann da einfach hinspringen. Okay. Ist es vielleicht besser, wenn ich mir einfach den Weg nach oben bahne und dann außen rumlaufe, weil das außen rumlaufen, das geht ja ein bisschen schneller. Wäre vielleicht sogar eine schlauere Idee, das voranzugehen. Okay, hoppala. Oh, da brauche ich Konzentration. Aber zumindest ein gutes Training. Nicht da unten! Ich meine da, nicht da oben. Da unten. Yep, yep. 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 Gut. Yep. Gut, gut, gut. Und das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Blöd, wenn dieser eine Sprung nicht klappt. Blöd, 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 blöd. Und da haben sie sich wirklich gedacht, das ist schön für den interessant für den Spieler. Natürlich wieder das eine Fass. Einmal okay. Zweimal, ja, vielleicht auch noch mal möglich. Kann ich nochmal nachvollziehen. Aber wenn man das Ganze jetzt nochmal ein drittes Mal machen muss, das wäre bisschen öde, würde ich mal sagen. Yep, 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 yep. Ja, nicht das da oben anvisieren, wo ich noch nicht hinkomme. Yep. Ein schöner Pfeiler, ne? Yep. 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 Gut. Yep. Okay, jetzt spring. Halte ich fest. Ja, wunderbar. Jetzt einmal runterfallen und einmal um die Säulen rum. Das klappt noch von der Zeit. Zwei Stück. Jawohl, das sind sie schon. Jawohl. Eins, zwei, drei.
Hey, du bist besser als ich dachte. Ja, mit einer Sekunde, 6 Millisekunden verbleibende Zeit. Bitte keine dritte Runde. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, danke. Ja, gar nicht so schlecht, Kleiner. Scheint, als würde ich bei den Spielen mitmachen. Leider nicht. Warum denn? 2 Worte. Ihr seid keine Helden. Das sind 4 Worte. Als wahrer Held musst du erstmal mit dieser Magie fertig werden. Die Kraft des Stroms erhalten. Fritze. Ja, das ist auch so eine Eigenschaft von Phil. Ja, hey, 2 Worte. Ihr seid keine Helden. Immer zu viele Worte. Das sind ja nicht mal 2 Silben oder so. Ach, du liebes bisschen. Das war jetzt ein ganzer Part nur Fässer schlagen. Also für jeden, der ja hier Fässer hasst, für den war das sicher ein sehr interessanter und spannender Part gewesen. Da merkt man schon, ich stoße auf, weil ich war so entspannt. Da haben sich schon ein paar Gase wieder angesammelt. Okay, Eingangshalle, Level 12 nochmal. Speichern schadet nicht. Also jetzt soll ich mit dieser Blitzmagie fertig werden. Soll ich damit auch wieder einen Test absolvieren oder was? Und ganz ehrlich, es ist nicht böse gemeint, aber das Grinsen von Sora, das sieht so aufgesetzt, so überspielt aus, dieses Gii. Das ist wirklich, das ist ein Grinsen, was ich mache, wenn ich verrückt aussehen will. Dieses das ist... Naja. Kann man wirklich ein schönes Grinsen ohne mit Zähnen animieren? Was weiß ich. Gut. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Kingdom Hearts gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, Ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.